Hallo und herzlich willkommen, liebe Zwillinge. Hier ist wieder eure Svea von Angel Fly Oracle. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Liebeswochenlegung für euch. Wir schauen uns die Woche an von 7. bis 13. Juni, ja, was hier in der Liebe auf euch zukommt. Genau, ich wollte noch kurz Danke sagen an all die neuen Abonnenten. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Gerne schreibt auch Kommentare, ja, wie ihr es findet, was ich so für Themen auch bearbeiten soll. Also wenn ihr da Input habt, gerne immer her damit. Genau. Und dann will ich gar nicht weiter reden. Ich finde, das ist immer, einfach danke, dass ihr da seid und das ist doch schon mal viel, also viel wert, ja. Ich arbeite heute mit meinem neuen Home of Love von Anna Meyer. Das sind nochmal Orakelkarten. Und da schauen wir quasi, was hier in der Liebe, was hier das Thema bei dir ist, lieber Zwilling, ja, mit was du es hier zu tun hast, was ich hier die nächste Woche irgendwie zeigen will. Genau, vergesst auch nicht, euren Aszendent, also eure Aszendentlegung anzuschauen. Das gibt hier einfach nochmal einen größeren Überblick über die Energien, ja. Gerade ab 30, 35 haben wir, hat der Aszendent mehr Power, mehr Macht über uns, mehr Einfluss. Und genau, es gibt euch einfach einen besseren Überblick über die Energien, die euch nächste Woche erwarten. So, genug gemischt. Für die lieben Zwillinge hätte ich gerne eine Karte für die Liebe. Was ist hier das Thema in der kommenden Woche? Das Thema der Zwillinge. Was ist hier das Thema der Zwillinge? Neuzeitliche Liebe. Jemand empfindet für dich eine ganz neue Liebe. Und auf dem Unterdeck haben wir Verlobung. Sorry. Naja, ich ziehe es gleich rüber ein bisschen so. Naja. Also neuzeitliche Liebe. Jemand empfindet für dich eine ganz neue Art von Liebe. Und Verlobung. Ich bin mir sicher, du gehörst zu mir. Eine neue Beziehungsstufe. Ja, das beides erzählt quasi von einer neuen Ebene in der Liebe. Ja, jetzt hatten wir bei euch ja als letztes das Thema so ein bisschen, ich sag mal, Seelenanteile integrieren, ja, aus zwei macht eins. Das war ja auch ganz wichtig, um dass ihr irgendwie euer inneres und euer äußeres Ich ja, vereint. Das ist einfach, damit ihr ganzer seid, ja, dass ihr irgendwie, ganzer seid. Und dadurch auch eine neue Art von Liebe und Beziehung eben auch leben könnt. Ja. Gut, wir schauen uns das mal an. Liebe geistige Welt. Für die Zwillinge. In der Woche vom 7. Der Woche von 7. bis 13. Juni. Was kommt hier auf euch zu? Was kommt hier auf unsere lieben Zwillinge? Auf meine lieben Zwillinge. Was kommt hier auf meine lieben Zwillinge zu? In der Liebe. Es geht darum, eine neue Ebene zu bekommen. In der Gefühlsebene, ja, in der Liebe, im Bereich der Emotionen, etwas dazuzulernen und etwas Altes hinter sich zu lassen, also alles, was nicht mehr funktioniert, auch einfach. Und das haben wir hier im Endeffekt liegen, ja, mit der neuen Beziehungsstufe. In dem Moment, wo ihr im Bereich der Liebe eine Stufe weitergeht, lasst ihr automatisch eine andere Stufe hinter euch. Ja, das ist wie wenn ihr eine Treppe hochgeht. Um weiter nach oben zu kommen, müsst ihr automatisch Stufen hinter euch lassen. Und das liegt hier, ja. Wir klären das gleich mal noch.
Hätte hier noch zwei Karten. Ah, okay. Was macht dir Angst, das hinter dir zu lassen? Und gleichzeitig zieht es dich nach vorne. Okay. Also, der König der Kelche ist hier bereit, ja, mit dir in eine neue Liebe zu starten, ja, in eine neuzeitliche Liebe. Das bedeutet eine Liebe, wo beide gleich viel geben und nehmen, wo beide gleich viel, wo beide auf Augenhöhe sind. Ja, wo beide aus dem Herzen agieren und nicht aus dem Ego, wo beide eben eins sind. Ja. Und dieser König der Kelche, der möchte das mit dir. Ja. Der möchte das mit dir erlernen, weiterbringen, ja, hier auch dran arbeiten und eben auch eben gemeinsam. Ja. Er möchte hier gemeinsam mit dir dran arbeiten. Und für dich wird das aber die kommende Woche, also wenn er dir das hier so offenbart, ja, dann wird es dir, das wird für dich schwer sein, ja, weil das bedeutet vielleicht umzuziehen, ja, zusammenzuziehen und die eigene Wohnung hinter sich zu lassen. Das bedeutet vielleicht, in eine andere Stadt zu gehen. Das bedeutet vielleicht, einfach das Single-Leben aufgeben, wenn man sagt, okay, ja, jetzt ist man in einer Beziehung. Ja, das bedeutet vielleicht auch einfach zu sagen, ja, ich möchte mit dir in einer eheähnlichen Partnerschaft weiterleben. Ja, also ich möchte das. Also ich brauche keine Ehe dafür, aber ich möchte mit dir auf eine neue Stufe gehen. Ja, und eigentlich möchtest du das auch. Ja, der Ritter der Stäbe, der feuert dich hier schon auch an, weiterzugehen, weiterzumachen, deinem Gefühl zu folgen, aber das macht dir hier einfach auch Angst. Ja? Das verursacht schlaflose Nächte nächste Woche. Okay, wir gucken hier mal, was hier die Zehn der Schwerter. Die Zehn der Schwerter hätte ich gerne noch eine Klärungskarte. Ja, die positive Veränderung macht dir Angst. Ja? Das Alte hinter dir zu lassen, das bringt hier irgendwie Horrorszenarien, ja. Dem Gefühl zu vertrauen, dem Schicksal zu vertrauen in Bezug auf den Mann, ja. Dein Bauchgefühl zu vertrauen. Vielleicht ist es auch ein Mensch, mit dem du noch gar nicht lange kennst, ja, den du erst vor kurzer Zeit kennengelernt hast. Und wo es aber so sich intensiv anfühlt, einfach, ja. Auch das kann es ja sein. So hier, Neun der Schwerter, ja. Schlaflose Nächte aufgrund der Angst der Veränderung, ja. Die Emotionen, die hier einfach hochkommen. Aber das ist hier von oben geführt, ja. Also dieser Mann ist hier nicht umsonst gebracht worden. Folge hier deinem Bauch. Folge deiner Intuition. Den Ritter der Stäbe. Ja, blockiere das nicht. Ja? Also geh hier voran. Nimm dein Ross, nimm deinen Mut, nimm deinen Aktionismus und traue dich das. Bleib nicht stehen, weil du denkst, es ist ein Hindernis. Ist es nicht. Es bringt dir Glück. Ja, ich habe zweimal gemischt. Es bringt dir Glück. Ja, es bringt dich weiter. Auch wenn das sich nicht so anfühlt. Auch wenn es dir Angst macht. Wäre schlimm, wenn wir vor großen Entscheidungen keine Angst hätten, oder? Manchmal haben wir auch schon vor kleinen Entscheidungen Angst, aber das gehört mit zum Leben. Und danach sind wir schlauer und sagen, wow, ne, ich hatte damals so viel Angst und trotzdem im Nachhinein war es das Beste, was ich getan habe. Und so liegt das hier, ja? Mach dir hier keine Gedanken um das, was zu Ende geht.
weil du hier in die Veränderung gehst. Das ist von oben geführt, das soll so sein. Ja? Gut, wir gucken gleich mal, wer hier dieser neue Mann ist, ja? Dieser König der Kelche. Das schauen wir auch nochmal mit den Home of Love Karten, ob wir hier eine Info kriegen. Mit dem Manara Tarot schaue ich einfach seine Gedanken, seine Gefühle in Bezug auf dich, ja, was er sich hier, also was er hier verrät über dich, was er so denkt, wie er dich so sieht, ja. Mit dem Sexual Magic Tarot schauen wir, wie es in der Beziehung weitergeht, auf partnerschaftlicher Ebene. Und nachdem ich heute den Impuls bekommen habe, mit den Zeitkarten auch zu arbeiten, schauen wir hier auch, ja, entweder wann der Mann kommt oder wann du mit diesem Hindernis zu rechnen hast, ja, wann du das überwindest oder so. Also je nachdem, was sich hier auch bei deinem Gegenüber nochmal zeigt, schauen wir hier mit den Zeitkarten, was hier machbar ist, ja. Die Erweiterung des Videos findet ihr unterhalb in der Infobox. Und für alle, die noch kein Abo haben, ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein Abo abschließt. Und wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Genau, meine Lieben, bis dahin.